Hey, was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Wicked hinein. Zurück bei Let's Play Spark the Electric Chester Free. In den letzten Part haben wir uns durch ein richtig großes Dorf durchbewegt. Und das lädt echt zum Erkunden ein. Die Levels sind riesig aufgebaut. Immer noch linear, aber gleichzeitig auch sehr, sehr semi-offen und auch und dabei auch wirklich sehr extrem semi-offen, muss man schon sagen. Also, Lick Verpört hat sich mal wieder selbst übertroffen. Also das Level-Design, schon richtig krass. Ich meine, gut, es hat auch zum Erkunden im zweiten Teil eingeladen, aber das, glaube ich, ist sogar noch größer, schon allein der erste, ist deutlich schon umfangreicher und größer als im ersten. Noch dazu mit zusätzlichen Sammelgegenständen, allem drum und dran. Und von dem Spark ist er jetzt ein Polizist. Zumindest haben wir mit ihm ihn in ein Polizeivehikel gesteuert und das war an sich auch schon eine coole Sache. So, und jetzt möchte er uns etwas vermitteln. Before you go back to whatever you were doing, let's go over everything that leads us here. So, where's Spark? A simple for me living this life. After we graduated from college, we tried our best to find a job, but we had no luck. We even became a street performer once. That's how we have this pad, and yeah, we built ourselves to give us our electric powers. Oh, Mathe, warum spricht immer von uns? Ist er ein... Ist etwa geschlechtslos, oder wie soll ich das verstehen? And then, everyone's robot started to go on a rampage. That's how it all started. Apparently, it was all orchestrated by this guy, Freon. And something called Clarity, apparently. Yeah, well, keep that in mind for later, okay? Anyways, this is when we went in our journey to stop him. And it's where we met this guy. He's complicated. So, like, he was supposed to be Freon's son. Somehow. And Freon built him to eventually replace him. And it's by mere coincidence that he ended up looking like me. It's crazy talk. As you can probably tell, we don't really buy this story. More than likely, he's just another tyrant. Just like so-called dad. And no surprise, he eventually defeated Freon. Now he runs an organization appropriately called the Fark Force. Was? Er hat sich hier eine Organisation? Okay. Why you ask? To stop Clarity, they say. Clarity is the evil program that will infect everything and take over the world. Yeah, right. Now the world has been completely militarized. The internet was shut down and we couldn't travel anymore. Where will you go? You see his goons. Man, I hate that faker. Alter, Sonic-Anspielung mal wieder. Beziehungsweise Sonic-Adventure-Anspielung. I got you now, faker! Faker? I think you're the fake joke around here. Pretending to be me? Ha! You're not even good enough to be my fake. Oh mein Gott. And to top it all off, he totally stole my looks. He's even named his army after himself. What a total narcissist. Oh, he didn't know what else to name it, he says. And finally, this brings us to us. Remember the check from Armstrong? Yeah, well, all that money was suddenly gone. And it was down, couldn't access it. I had to go to the bank to get it. As you can imagine, the lines were huge. That's when I had enough. And here we are. Down with the Fark Force. Let's tear them down like there's no tomorrow. Come on, let's go. Okay. Das ist also unser Ziel hier. Na schön. Nächste Stage. Oh, was? Warte, was? Challenges? Career 1, Terminal Village, M Village. Okay, das ist ein weiterer Level hier, wie es scheint. Und das ist eine Challenge und Special Training?
Terminal Village, High Risk Tracks, Challenge 1, Slope Jumping, Jester Dash. Terminal Village, Cold Day Desert. Was ist das Special Training hier? Das checken wir mal schnell aus. What the? Oh. So, schön abgeblockt. Ach, hier bekämpft man auch noch die beiden, die wir vorher mal bekämpft haben. Komm schon. Nein, diesmal nicht. Da muss man schon richtig Button mashen hier. Nein. Hör auf mich zu grabben, du Grabber. So, jetzt aber gut geblockt. Jetzt volle Power hier. Come on. Lass die Daumen gehen hier. Oh shit. So, schön geblockt hier. Ich glaube, ich habe noch keine richtigen Attacken drauf gehabt. Und Alter, du stehst mir im Weg hier. Oh, die erscheinen immer wieder. Man kann nur bei ihnen trainieren. Oh, shit. Das kommt jetzt ohne Vorwarnung hier. Oh shit. Oh, warte du. Oh nein. Ah shit. Komm schon. Und tschüss. Nein. Kann es überhaupt blocken hier? So, jetzt. So. Ich glaube, wir können. Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen? Oh, jetzt sind wir schneller hier. What the hell? Gibt's überhaupt ein Ende? Ich glaube mal nicht. Da. Das ist eine gewaltige Mauer. Wird immer schneller hier, als wenn wir auf Ungeraden laufen. Richtiges Momentum-Gameplay hier. Na gut, das hat jetzt, glaube ich, nichts zu bedeuten. Ne? Es gibt hier kein Ende. Es ist einfach nur, damit man trainieren kann. Techniken verfeinert. Aber die Frage ist,
Wie kommen die beiden bitte schon in die erste Stage? Frag mich, ob die auch unbeabsichtigt reingekommen sind. Alter, das Feld ist groß und mit nichts und wieder nichts hier. Das ist wirklich kein Ende in Sicht. Okay, hier. Ich laufe schon mit voller Geschwindigkeit und trotzdem. Nee. Komm. Das Spiel will ich nicht. To menu. Okay, das ist einfach nur, um seine Fertigkeiten zu verbessern. Jetzt heißt es mal, die Challenges bestreiten. Slope Jump. Ready, start. Use slopes to jump higher. Ah ja, okay. Ist auch angelehnt an die damaligen Sonic-Titel. Weil hier, bei den Slopes kann man nämlich höher springen. Das war schon damals der Fall. Yep. Ah. Einfach nur wieder. Uppala. Absolut zufriedenstellend das Ganze. Oh shit. Jetzt war. Oh, ruck. Oh. Okay, geschafft. Kann man noch extra Medaillen verdienen. So, Jester Dash. Press the Jester Dash button to immediately destroy all enemies. Okay, also das ist die Homing Attack. Dann mal los. Zack, 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 zack. Easy peasy. Komm mal, versuchen ein bisschen zu speedrunnen hier. Oh, shit. Natürlich kommen noch zusätzliche Hindernisse ins Spiel. Oh, shit. Und die Kamera muss man extra drehen. Und zusätzlich. Das macht es ein bisschen schwieriger. Bestimmt werden sie dann auch so Challenges einbauen, wo man die Kamera noch zusätzlich drehen muss. Oh! Oh! Dazu noch ein richtig großer Sprung hier. Oh. Und fertig. Puh. Das war schon ein bisschen intensiv. Aber hat Spaß gemacht. Also deswegen auch ein bisschen Spaß gemacht. Na schön. Was ist diese Challenge hier? Charge Jester Dash. Also das, was man mit... Please don't forget to check all moves from the pause menu. Okay. Und der Database. So. LT plus B. Und dann kann man hier losdüsen. So kommt man auch hier rüber. So hat man von vornherein Full Speed.
Shit! Da verdrücke ich mich. Ich würde sagen, das kann man auch in der Luft ausführen, das Ganze. Ja. Muss man auch die Tastenkombi aber gut beherrschen. Sonst wird das nichts. Wird man auch zum Glück in der Luft hängen. Finde ich auch nice. So, jetzt aber. Oh, okay. Das zählt auch. Na schön. So. Gut, so viel dazu. Dann gehen wir mal 0,1,122. Können wir uns schon was kaufen? Mal schauen. Zählt das überhaupt? Ich glaube, es sind 1192, die ich habe. Kaufe ich mir vielleicht hier gleich den teuersten Move hier. Ja, tatsächlich. So, Upgrades vielleicht auch. Ja, Chester Swipe, dass ich hier den Lichtgeschwindigkeitsspringen einsetze. So. Mehr geht. Oh doch, da geht noch was. Electric Chester Charge Shot. Okay. Ja, das ist der. Das ist etwas, wo wir die blaue Leiste dafür benötigen. Sehr schön. Okay. Dann mal zum nächsten Level. A.M. Village. Oh. Also 6. Ah, ich muss das sogar machen, damit ich hier. Okay, muss ich nicht unbedingt. Aber ich mache natürlich alle Stages durch. Ganz klar, weil wir wollen ja alles entdecken. Get Coins to complete the stage. Oh, das ist auch ein Challenge-Level. Also alle Medaillen finden, bevor die Zeit abläuft. Okay. Need to collect them all, just a set amount. Good luck. Okay, wenigstens nicht alle, danke. Puh. Wahrscheinlich, wenn man alles sammelt, kriegt man vielleicht ein Achievement hier. So, da ist noch eine. Vielleicht auch eine unter Wasser versteckt hier. Ich glaube, da habe ich was. Nee. Okay, dann mal Beeilung. Oh, da ist die nächste da oben. Na, komm, lass mich hoch da. Dämliche Säule. Da drüben ist die nächste, aber ich muss aufpassen, dass ich lieber den sicheren Weg dabei gehe. Hm? Gib mir ein bisschen Energy. Also es sind auch jetzt schon Challenges miteinander verbunden. Da. Da unten ist die nächste. Oh. Komm, gib mir. Gib mir! Yes! So. Dann mal weiter. Ich bin schon beinahe in den Stachel reingerammt. Und. Hier sind überall Stacheln aufgestellt. Und da ist die. Number 5. Mambo Number 5. Bim, 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 bim. Sechste. Sehr schön. Immer nur her mit dem guten Stuff. Oh, ruck. Vielleicht auf den Dächern noch gucken, ob da noch welche. Oh ja. Das. Das ist die Nummer 7. Oh, shit.
Ja, das war dumm. Wollte nämlich einen anderen Move einsetzen, aber... Ja, hat nicht ganz geklappt. Oh, was? Ich fange hier wieder an? Warte mal, ist da oben auch noch eine? Nee. Ah, aber hier. Gif her. Ich sagte, gif her. So. So, Moment. Ach, hier bin ich ja schon, ne? Also einfach nur alle bekommen und dann das Ziel erreichen, oder reicht das, wenn ich sie einfach nur sammle und dann die Levels beenden? Komm jetzt. Ach. Eieiei. Wo steck ich denn jetzt hier, Mann? Ich will wieder hoch, schnell! Nur noch knapp 2 Minuten. Zur Verweilung. Es fehlen nur noch 2. Oh Mann, wo sind denn die letzten beiden? Oh, da ist eine. Gib her. So, gib mir jetzt noch eine weitere hier. Eine einzige wäre vielleicht nicht zu viel verlangt. Oh shit. Da! Nice! So gehört sich das. Na schön. What? Ah ja, jetzt ist der Boss schon frei. Aber erstmals eins nach den anderen. Erstmals hier noch High Race Tracks. Einfach nur zum Ziel. Na dann. Dann mal los, würde ich sagen. Das ist jetzt anscheinend ein normaler Level, ha? Huh? Get to the goal. Oh! Ich mag Züge. Nice. Oh, das ist aber die zweite? Waren es die erste schon wieder? Da hinten! Da... F! Okay. Also es ist schon eher ein kürzerer Level, ne? Leuchtet doch wieder was. Oh. Oh, shit. Au, hat er mir auch noch eine verpasst, dieser Spacko. Sind eigentlich noch irgendwo dazwischen hier? Oder mit allen versteckt? Vielleicht in Kissen oder so? Ich kann da. Ich hoffe mal nicht, dass da noch welche versteckt sind in den Kisten. Was wäre es noch? Ja, was passiert ist, ist passiert. Na toll. Da bin ich wieder ganz weit hinten gelandet. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Einmal hier lang. Und zerpiesel dich. Katsching. Oh shit. Oh. Rennt doch nicht weiter, so. Geil. Aber ich habe wieder einen übersehen. Ja. Das passiert leider. Ich kann aber nicht feststellen, wo ich sie jetzt übersehen hätte. Was soll's. Da ist auf jeden Fall der nächste Check the Point. Ja. Diese Speere hält mich nicht auf. Können die machen, was sie wollen. Gute Spark hier räumt auf und holt sich ein weiteres. Oh, das ist schon einer der letzten? What the hell? Wie viele waren denn da noch?
Die sind ja krass versteckt hier. Oh shit. Oh, da ist noch eine. Es ist... Oh nein, was? Die haben immer noch unterschiedliche Reihenfolge. Das ist aber irreführend. Weil da glaubt man, man hätte welche übersehen und in Wahrheit... Oha. Shit. Und in Wahrheit, shit. Was soll ich jetzt dazu sagen? Okay, da ist das Ziel. Ich will hier noch gucken, ob ich... Ja, hier ist was. Nice one. Und in Wahrheit aber sind die... alle hier random in der... also in der Tabellen... also in der Anzeige hier. Das finde ich ein bisschen irreführend. Das muss ich ein bisschen kritisieren. Muss man schon alles da rein nachher anzeigen lassen. Na schön. Aber haben wir da erstmal das Ziel erreicht. Gut, ich glaube, ein Challenge steht uns noch bevor. Und dann haben wir es auch geschafft. Oh. Ja, okay, ich glaube, ich habe hier auch noch den... die Punktemedaille bekommen. So, und jetzt noch hier. Terminal Village Cold Dry Desert. Let me get to the group of... Oh! Ein Zettel. Z-Challenge jetzt wieder. Na schön. Na schön. In this stage you have to finish the... Ja, okay, ich weiß schon, das ist immer schon von vornherein. Ja, und hier wird es mir nochmal angezeigt. Ich... mir ist es bewusst. Oh! Ist wieder auf einer Zug-Passage. Yay! Halten wir das Momentum bei! Ja. Gut, wie es halt ging. Na denn? Oh shit, ich sehe auch gerade, die Zeit ist wirklich nur sehr gering. Schnell bitte. Wie weit ist das noch? Ich habe halt nicht mehr so viel Zeit hier. Oh, wir haben es gleich. Yes, baby. Ging sich noch gut aus. Okay, also das war schon eine leichte Herausforderung. Na schön. Dann wird es im nächsten Part weitergehen. Ja. Mache ich dann ein andermal. Jetzt im nächsten Part dann mit Sawman, also den allerersten Boss weitergehen. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, ist es bestimmt ein Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Vegetina. Bis zum nächsten Part und Let's Play Spark the Electric Chester Free. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.